Ja, ich weiß. So, Ich war noch Hassan muted weiß dafür. es. Hassan war gemutet. Moin und wieder herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil hier. Jo, willkommen zurück, Leute. Ich denke, das müsste sogar fast die Mitte sein, oder? Ja, ich denke schon. Muss. Nächste Haltestelle, Zweibrücker Straße. Zweibrücker Straße. Wo bist du momentan und hast du Verfrühung oder nicht? Bin gerade an der Haltestelle Hohenzollern Ring mit minus 0,2. Perfekt. Okay, dann warte ich noch kurz auf dich in der nächsten, damit wir wieder Oh. relativ parallel fahren. Ist ja lieb. Ja, ne? So bin ich. So, jetzt Zweibrücker Straße. Fahre ich jetzt ein. Und richtig bremsen, da vor mir steht ein Truck. Ah, zum Glück nicht mitgenommen. Ich spüre Fahrkunst auf hohem Niveau. Auf ganz hohem Niveau. So, ich fahre jetzt ab. Von der Zweibrücke? Ja. Na gut, dann geht's ja ab. Dann geht's ja ab hier. Rambazamba-Kollege. So, nix halt. Epidemienstraße. Zambaramba. Lambawamba. Hast du schon angesagt? ja. Nix halt. Epidemienstraße. Da ist eine Kreuzung. Nee, 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 nee. Und da kommt ein Wagen entgegen. Ein Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ups, das durfte ich ja gar nicht machen bei dem Bus. Und Ich willst du, dachte. kleines Kind? Willst du ein Ticket? Ja, die Haltestellen. Ich habe ja keine Kinder und Omis hier. Hast du nicht? Nee, haben sie eins ja nicht, ne? Kinder- und Omi-freie Zone, könnte man sagen. So, LKW, fahr noch vorbei hier. Deins ist ja Omi, der Rentnersimulator, ne? Ja. Weil der nette Autofahrer lässt mich durch. War Der nicht mein Autofahrer? Woher Otto. weißt du, dass er Benziner fährt? Weil das ein Otto ist. Budumtsch. Hallo. Ach, okay. KK. Ich fahre wie das Alter, wie letzte viele Stück. steigen denn da noch aus? Das gibt's ja gar nicht. Doch, bei Roller. Roller wird 460. Hä? Okay, ist die Tür jetzt nicht auf oder was? Achso, sind schon alle draußen. Ne? Ich hoffe hier gar nichts mehr. Nächste Halt, Westerwaldstraße. Frechheit. Frechheiten, absolut. Ja, Frechheit. Der biegt einfach ab. Frechheit. Und das finde ich gut, dass er nicht einfach rüberzieht. Der blinkt und blinkt und blinkt und blinkt und bremst sogar ab, bis er rein kann. Oh Gott, das finde ich eine Frechheit. Dass die Spur einfach aufhört. Und Frechheit ist, dass ich echt die Ampel nicht sehe. Oh, da ist grün. Licht an? Warum habe ich Licht an? Mein Kollege hat bestimmt Licht angemacht. Westerwaldstraße. Moin. Ah ja, jetzt dauert sie zwar alle raus. Hallo. Hallo. Jo, Hallo. dauert. Alle, 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 alle. 12 Straßen, 2 Bäume,
Das ist keine Allee. Jetzt habe ich alle geprankt. Junge, Junge, Junge. Was steht da? Nächste Haltestelle, Frankenwaldstraße. Moin. Nächste Haltestelle Wasserwerkstraße. Wer hupt denn? Oh, richtig schön ausgestaltet hier. An der Wasserwerkstraße, hast du auch gesehen, ne? Wow, was für ein toller Park. Oh Mann, ey, Spandau sieht echt billig aus. Hallo. Hallo. Was? Hm. Hallo. Eigentlich ist das ja schon fast viel zu teuer, die 30 Euro für Omsi, ne? Gut, dass ich das Spiel für einen Zehner gekauft habe. Wow. Aber eigentlich sind die Add-ons viel, viel, viel zu teuer. Weil im Grunde ist es nur eine Karte für teilweise 25 Euro und ein Bus. Die ganze Technik ja. Und die Programmierung haben die ja gar nicht gemacht. Weißt du? Theoretisch, ja, ja. Wo bist du? Bärwinkel. Ich habe auch vergessen anzusagen. Ja, musst du ja machen. Wenn du keine automatische hast. Ja doch, ich hab automatische. Ja, ich schon. Ist ja Pflicht. Nächste Haltestelle am Bogen. Wow, was für eine Haltestellenabstand. Und was für schöne, wie heißt der nochmal? Backdrops. Wow, hier ist der Backdrop genau hinter der Haltestelle. Da soll nochmal jemand meckern, dass Gladbeck scheiße aussieht oder so. Das ist viel krasser. Und das ist das Hauptspiel, mal angemerkt, ne? Da muss ich recht geben. Sind Omsi 2 sieht's auch nicht viel besser aus. Ne, im Gegenteil. Wahrscheinlich genau die gleiche Strecke. Ich glaube nicht, dass da irgendwas großartig geändert wurde. Glaube ich auch nicht. Finde ich schade. Wahrscheinlich sogar genau die gleichen Objekte. Ja, ja, das schon. Da, was soll man da auch ändern? Eben. Ich dachte nur wegen der Ausgestaltung, von wegen Bäumen oder sowas. So. Freudstraße Falk. Nächste Haltestelle Stadtrandstraße. Boah, hier sehen wir wieder die Texturqualität von Omsi 1 on point.
Ich kannte dieses, dass das hier so verschwommen ist, gar nicht ausstellen. Ich habe alles probiert, es geht nicht. Das ist ja schon die vorletzte Haltestelle, Stadtrandstraße, ne? Mhm. Dann ist die Mauer. Die Mauer muss weg. Da können wir uns mal die Mauer angucken. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es genau so aussieht, dass die Mauer genau durch die Straße gegangen ist. Oder so. Ich meine, kann sein, klar. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Wobei, kann an sich schon sein. Aber ich glaube, hier war eher so ein Kontrollpunkt. Dass man hier eher durch konnte oder so, ne? Mhm. Weil das sieht irgendwie nicht so realistisch aus hier. Aber rein theoretisch muss sie auch durch Straßen, ne? Wenn sie funktionieren soll. Mhm. Oh, ist die Mauer riesig. Die Mauer war eigentlich die unnötigste Steuerverschwendung, die es jemals gab in Deutschland. Wobei, heutzutage gibt es bestimmt noch viel mehr unnötige. Heutzutage ist die Summe, ist es die Summe aus den Steuerverschwendungen. Mhm. Nächste Haltestelle, Freudstraße, Fahrtende. Bitte alle aussteigen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Genießen Sie die Sonne. Und haben Sie viel Spaß. -30 Grad haben wir im Bus. Die Fenster sind ja nicht mal auf, merke ich gerade. 36 Grad und es wird noch kälter. Ja, ich spiele nicht Fortnite Shelter. Wie heißt das nochmal? Fallout. Das spiele ich wirklich nicht. Ups. War ein bisschen sehr spät. Okay, ich dachte, der Wendekreis wäre ein Tick besser. Ich wollte eigentlich schon in der Mitte parken, aber das geht ja gar nicht. Oh, why? Es geht. So sollte es passen. Ja. Das sollte gut gehen. Da ist ein Drosper. Den wir letztes Mal in Berlin bei, wie heißt das nochmal, Geogesser gesehen haben. Das ist der Bus mit Drosper-Werbung. Drogeriemarkt, ne? Drosper? Oder? Schon, ne? Oder Blumenladen? Ich glaube, das ist ein... Ja, viel Drogerie fürs Geld. Komischer Spruch. Aber den Bus finde ich cool. So ein richtiger Happy-Bus irgendwie. Hä? Der hat auch keinen Motors an? Irgendwie ist das totenstill gerade hier. Hier ist gerade null Sound, ne, Hassan? Hallo? Hör ich dich noch? Ja, die machen noch Sound, die Autos. Dann bin ich ja beruhigt. Ja, hier nochmal die Mauer. Was ist jetzt mit Hassan? Machen wir die Hilfspfeile aus. Machen wir die Schrift aus. So, war aber kurz weg. Screenshot, das ist schön. Screenshot. So, und ich würde sagen, so. Bist du schon da, ja, ne? Ja, ja. Hast du schon den Bus abgestellt? Nee, noch nicht. Mach ich aber noch. Soll ich auf dich warten? Ja, warte mal. Das ist ja perfekt machen. So. Passt.
Passt. Wo hast du denn geparkt jetzt? Direkt am Wendekreis. Ach so, in der Mitte. Genau. Ich auch. Na gut. Ich denke, wir verabschieden uns von euch. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag und der Hassan sicherlich auch. Natürlich, wie immer. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein und schreibt noch gerne mal eure Wünsche in die Kommentare, was ihr euch so noch wünscht. Nicht unbedingt in Omni, aber so generell. So was für Spiele, die man noch mal machen kann, oder? Ja, also. Genau. Irgendwas Interessantes. Einfach rein. Jo. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Jo. Haut rein.